Ja, also mein Thema sind die Neuerungen in SharePoint. Das heißt, ich verfolge eigentlich schon seit Jahren die gesamte Entwicklung im SharePoint. Ich selbst betreue den SharePoint seit nun sogar schon mehr als 12 Jahre, bin ich aktiv im SharePoint unterwegs. Das heißt, ich setze Lösungen um, habe eigentlich angefangen bei der ganzen Farminstallation von SharePoint Farmen. Und ja, mittlerweile bin ich in der Cloud angelangt und jetzt auch schon seit ein paar Jahren und setzen da auch sehr, sehr viele Dinge um. Meine Informationen, wenn ich jetzt hier einmal auf die Neuerungen rüberspringe, natürlich zum einen holt man sehr, sehr viele Informationen aus dem SharePoint Tech Blog. Da kann man wirklich sehr, sehr viele Informationen sich herziehen. Dann natürlich vom Thomas Meyer, auch aus der Office 365 Akademie. Da gibt es halt wirklich auch immer sehr, sehr viele Informationen, wo man sich mal informieren kann. Auch der Thomas, der lässt ja regelmäßig auch so ein Update stattfinden. Dann haben wir natürlich auch mit dem M365 Circle so einen, ja, auch einen YouTube-Kanal und ähnliches. Da werden dann die Sachen auch immer vorgestellt oder auch über die Social-Media-Kanäle werden halt da auch regelmäßig solche Neuerungen oder so geteilt. Als weitere Quellen sind natürlich irgendwie so SharePoint User Group, SharePoint Saturday, wenn das dann auch alles jetzt wieder stattfinden darf. Und wo ich auch sehr, sehr oft meine Informationen herziehe, ist natürlich auch der Twitter-Kanal von SharePoint, der direkt von Microsoft bespielt wird. Gut, die letzten Male hat der Christian die Session gemacht. Der hat jetzt beim letzten Mal gestoppt im Februar beim Roadmap-Pitstop. Ich starte dann jetzt einmal durch beim Roadmap-Pitstop ab dem März 2021. Was kam eigentlich dort? Ich überfliege das jetzt einmal ganz kurz. Also in erster Instanz natürlich einmal Viva Connections, dass es dann generell verfügbar war, dass man sich das installieren konnte als eine Homesite mit einer Homesite-App. Dann die SharePoint-App-Bar, einen fokussierten Modus, Images in Events, SharePoint-Page-Analytics. Und ein paar Lists-Updates und auch eine Box-Migration, dass man jetzt Migration von Microsoft 365 möglich machen kann, von Box aus. Genau. Dann gehen wir direkt mal rein. Ja, Viva, also das ist ja wirklich so auch das Thema. Ich behandle das Thema auch später einfach nochmal in der zweiten Session. Ich habe ja später nochmal einen Vortrag, wo wir auf das Thema Viva Connections im Vergleich zu einer Drittanbieterlösung auch nochmal einen Blick drauf werfen werden. Also Viva ist oder Viva Connections steht jetzt in allen Tenants zur Verfügung. Man kann sich dort die App auch installieren auf seinem Tenant. Das heißt, das Ganze ist dann auch in Teams integriert. Und in Mobile wird es demnächst jetzt auch eine App geben. Also da sind wir jetzt im Moment auch dabei, in dem Preview-Programm teilzunehmen und dass dann auch eine Mobile-App dann auch für das Thema zur Verfügung steht. Das ist also im Moment noch so ein kleiner Nachteil. Im Moment gibt es noch keine Mobile-App, aber das Ganze ist natürlich schon in Teams komplett integrierbar und ist wirklich auch schon gut einsetzbar für kleinere Kunden. Dann ist natürlich ganz vielen wahrscheinlich auch aufgefallen, wenn man mit SharePoint mehr arbeitet, dass jetzt diese App-Bar auf der linken Seite erschienen ist. Das heißt, es gibt jetzt eine App-Bar, mit der ich dann zum einen, wenn ich eine Homesite registriert habe, auch eine globale Navigation darstellen kann. Ansonsten ist natürlich dieser Link, dieses kleine Häuschen oben links, ist natürlich ein bisschen unpraktisch dargestellt. Das leitet dann auf diese SharePoint-Homesite zurück. Das, was dann eigentlich die App ist. Und da haben uns auch schon viele Kunden kontaktiert und gesagt, naja, könnt ihr nicht für uns diese App-Bar irgendwie ausschalten? Im Moment geht es noch, man kann sie aktuell noch ausschalten. Zukünftig wird Microsoft das aber versuchen zu verhindern, weil das einfach auch dann die Teams-Integration etwas leichter macht. Genau, also die App-Bar, sie ist jetzt also bei fast allen Tenants steht sie jetzt zur Verfügung. Und kann man jetzt halt dementsprechend einsetzen. Ich finde die Funktion noch ein bisschen mager, von der App-Bar einfach. Ich würde mir wünschen, dass man die auch noch ein bisschen erweitern könnte, dass man eigene Funktionalitäten oder so hinterlegen könnte. Aber das ist im Moment von Microsoft einfach noch nicht möglich. Genau, dann fokussierter Modus für moderne SharePoint-Seiten.
Das ist eigentlich nur eine Funktion, wo dann die Navigation ausgeblendet wird, wenn man vielleicht nicht unbedingt einen großen Bildschirm hat. Und dann kann man den Header sich wegschalten, dass man wirklich sich fokussieren kann auf den Inhaltsbereich. Bietet dann wirklich eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um die Seite in einem fokussierten Modus sich anzeigen lassen zu können. Dann gibt es natürlich auch ein paar Webpart-Updates. Was jetzt bei den Event-Webparts hinzukam, ist, dass der jetzt auch Bilder für das Event anzeigen lassen kann. Das heißt, es gibt jetzt da eine kleine Option unten in dem Webpart extra, dass man dann dementsprechend sich die Webpart-Bilder, also dass man Event-Bilder auch noch zusätzlich anzeigen lassen kann. Ein nächstes Feature, was auch wirklich super ist, das sind diese SharePoint Page Analytics Updates. Das heißt, ich kann jetzt für jede Page, also das ist vor allem, wenn ich ein Intranet aufbaue, interessant, kann ich mir anschauen, wie sind so die Analysen zu so einer SharePoint-Seite und das kann ich individuell für jede Page aufbauen, wie die Ladezeiten sind, wie viele Page-Views es dort gab, wie lange die Personen auch auf der Seite verbracht haben. Und das kann ich jetzt halt für jeden News-Post, für jede Page, die im SharePoint ist, mir auch anzeigen lassen. Auch das ist noch ein Feature, was nicht auf jedem Tenant bereits ausgerollt ist, ist aber bereits auf der Roadmap, dass es im Rollout sich befindet. Bei uns auf unserem Entwicklungstenant ist es auf jeden Fall schon da. Man kann sich das mal anschauen, relativ einfach auch zu finden und dann sieht man die kompletten Page Analytics auch. Klar, warum haben wir natürlich auch die Microsoft Lists Updates bei uns hier mit im SharePoint-Track mit dabei? Da geht es natürlich vor allem darum, weil Lists ist ja eigentlich die Integration in SharePoint, dass dort eine SharePoint-Liste erzeugt wird und darüber eigentlich dann eine App liegt. Diese ganze Lists-Integration sollte es ja einfach nur vereinfachen für die Teams-Integration, dass man SharePoint-Listen in Teams mehr integrieren kann und das dann einfach über eine App steuern kann. Wo man sagen muss, dass man jetzt zusätzlich ja auch die mobilen Apps dazu hat zu Lists, um mehr in Listen auch zu arbeiten. Was jetzt dazugekommen ist bei den Lists, ist jetzt einmal, dass dort ein integriertes, also dieses integrierte Menü von dem Dropdown noch dazugekommen ist, dass man dann von einer Liste aus direkt auch, also von Lists, die Power Apps und Power Automate starten kann und die verbesserten Personenspalten, vielleicht haben es auch schon ein paar gesehen, dass man jetzt halt die Personenspalte auch befüllen kann, dass da ein Bild mit dabei ist und ein bisschen besser die grafische Darstellung der Personen in einer Liste dargestellt wird. Dann gehen wir mal noch zu dem letzten Thema. Das ist dann so die Migration von diesem Roadmap Pitstop. Das ist, dass man jetzt halt die Möglichkeit hat, aus Box zu migrieren. Vor allem für Personen, die jetzt noch gerade sich in dem Migrationsprozess befinden, dass man sagen kann, okay, ich habe so ein paar Themen oder ich habe jetzt eine alte, ältere Boxlösung oder so und möchte Daten nach SharePoint bringen, dann bietet das jetzt einfach die Möglichkeit, dass ich da sagen kann, über dieses Migrationstool von Microsoft, was ich im SharePoint Admin Center finde, dass ich darüber die Migration gleich starten kann. Gut, das war's aus dem März. Wir springen direkt rein in den April. Was gab es im April? Einmal den Immersive Reader für SharePoint Pages und News Posts. Dann, dass der Event Webpart auch Audience Targeting hat. Die SharePoint Site Templates sind im Ausrollen. Das ist im Endeffekt das Lookbook, dass es dann übers Admin Center zu verwenden ist. Microsoft Lists, dass das jetzt auch für iOS einen Support hat oder beziehungsweise fürs iPad. Genau das Gleiche auch dann mit der Intune-App, dass man die dann darüber auch verwalten kann. Dann gibt es auch wieder ein paar visuelle Updates oder Visualisierungs-Updates mit Power BI für die Lists wieder. Und es gibt ein paar OneDrive-Updates vom April auch noch. Springen wir da mal direkt rein. Genau, der Immersive Reader für SharePoint-Seiten und News-Posts. Das heißt, dass man da wirklich auch Bilder, Images und so weiter komplett reduzieren kann und dann sich wirklich nur den Content anzeigen kann. Gibt es gleich nochmal ein Update dazu, weil dann ist es nicht nur für SharePoint-Seiten und News-Posts, sondern im Mai zeige ich dann gleich auch nochmal, gibt es das dann auch für SharePoint-Dokumente. Dann
Natürlich die Zielgruppenadressierung für den Event-Webpart, dass man das jetzt einschalten kann, dass man sagen kann, okay, dieser Event-Webpart soll nur für einen bestimmten Personenkreis angezeigt werden. Diese Möglichkeit ist jetzt hiermit auch gegeben. Dann springen wir nochmal auf die Site-Templates. Das heißt, SharePoint wird jetzt mehr und mehr, dass Microsoft dieses Lookbook eigentlich auch integriert, dass man eigene Templates auch an der Stelle ausrollen kann. Das heißt, dass wir wirklich sagen können, wir haben unterschiedliche Communication-Site-Templates, wir haben Team-Site-Templates. Also im Endeffekt, dass man vollwertige, integrierbare Funktionen oder Seiten als Templates dann ausrollen kann. Ist natürlich jetzt schon für Pages so ein bisschen möglich, finde ich aber die Funktion auch noch nicht so glücklich gelöst. Viele nutzen es vielleicht schon, dass man sich so ein Newspage oder so, aber dass man wirklich eine komplette SharePoint-Seite dann als ein Template ausrollen kann, ist halt dann schon sehr praktisch. Und es ist eigentlich die Templates, man sieht schon Leadership Connection, Learning Central, wer das Lookbook vielleicht von Microsoft kennt, mit dem man auch eine SharePoint-Seite rausrollen kann oder provisionieren kann, da gab es die gleichen Templates und die sind jetzt halt hier komplett, dann werden die in den SharePoint integriert. Ist aber noch kein Live-Feature, wir haben es auf unserem Tenant auch noch nicht, auf den Pre-Release-Tenants kommt es jetzt so langsam, der Rollout ist auch geplant für Juni, also dass es in diesem Monat komplett ausgerollt wird, die Funktion. Gut, dann iPad-Support, hatte ich gerade schon mal kurz erwähnt. Das heißt, dass man jetzt auch auf dem iPad die Listen bearbeiten kann. Das heißt, dass dann dort dementsprechend die App dann zur Verfügung steht. Bisher gab es keine iPad-App, jetzt gibt es eine iPad-App. Für Leute, die mit dem iPad arbeiten, ist es sehr, sehr praktisch. Ich glaube, das ist schon eine gute Funktion, dass man das auf dem iPad verwendet. Dann haben wir natürlich noch ein weiteres Lists-Update und zwar, dass dann die Datenvisualisierung mit Power BI. Das heißt, auch da haben wir jetzt so eine kleine Integrierungsfunktion. In dem März-Update war drin, dass man diese Power Automate und Power Apps-Funktion hat und jetzt ist zusätzlich Power BI auch noch drin. Da gibt es auch, wenn man sich den Roadmap Pitstop anschaut, einfach mal, da gibt es auch den Link dazu, den habe ich auch in der Präsentation. Wenn man sich später mal die Präsentation anschaut, nochmal, dann kann man sich einfach mal das Video dazu anschauen. Da gibt es ein wirklich cooles Video, wie die Daten dann in Power BI und so visualisiert werden nochmal. Ich glaube, das ist ein wirklich cooles Feature. Dann kann man diesen Power BI Report dann wieder auf einer SharePoint-Seite vielleicht auch einbetten oder in seinem Team einbetten. Und das ist halt wirklich eine super, super Integrationsmöglichkeit. Genau. Dann haben wir noch ein paar OneDrive-Updates und zwar der OneDrive Sync ist jetzt auch 64-Bit für Windows verfügbar, aber nur in so einer Public Preview und was jetzt funktioniert ist, dass man auf Mac, für Mac-User ist es vor allem interessant, dass man jetzt spezifische Dateien aus OneDrive, aus dem Sync einfach auch ausschließen kann. Das war bisher nicht möglich, ist jetzt aber auch möglich an der Stelle. Gut. Das war's zum April-Update eigentlich an der Stelle. Wir springen jetzt direkt rein in das Mai-Update. Das heißt, da haben wir dann auch nochmal ein bisschen Yammer-Aktualisierungen. Wie ich erwähnt habe, der Immersive Reader jetzt auch für SharePoint-Dokumente. Das können wir uns dann gleich auch nochmal ganz kurz, gibt es da auch ein kleines Mini-Video oder so einen GIF dazu, wie das dann ausschaut. Dann, dass man jetzt auch noch wieder weitere Migrationsfunktionalitäten hat. Auch Lists wird wieder was erweitert, ein paar Funktionalitäten. Dass man jetzt in Office auf dem Windows dann empfohlene Dateien angezeigt bekommt. Und was auch ein ganz wichtiges Feature ist, vor allem für die Administratoren, ist dieser OneDrive Sync, für dass man da so Admin Reports jetzt bekommt. Wir springen gleich rein. Yammer Conversation Insights ist einfach die Funktionalität, dass ich mir zu bestimmten Konversationen Daten ausgeben kann, um zu sagen, was ist in den Konversationen, was sind die Top-Konversationen, einfach ein bisschen auch eine Auswertungsfunktionalität, die jetzt einfach von Yammer integriert wird und die ganzen Daten
weil Yammer wird mehr und mehr ja auch in Teams integriert, wird auch mehr und mehr in SharePoint integriert. Die ganzen Funktionalitäten auch mit Viva Connections, auch da wird mehr und mehr auf Yammer einfach auch gesetzt, dass man solche Umfragen oder so dann einfach über Yammer steuert. Sehe ich aber im deutschen Markt noch immer als ein bisschen schwieriges Thema, so ein öffentliches Facebook-Thema mit Yammer, einfach weil, ja, es ist einfach bei Betriebsräten oder so immer noch ein schwieriges Thema und daher sehe ich das immer noch als problematisch an. Man muss es einfach individuell betrachten, wie die Firmenkultur ist mit Yammer und dann muss man sich das Thema einfach nochmal genauer anschauen. Genau. Dann genau der Immersive Reader für OneDrive und SharePoint für Dokumente. Man sieht, man kann jetzt eine Datei auswählen und dann kann man sagen Open und dann Open in Immersive Reader. Ja, also dass man sie dann im Immersive Reader und dann gibt es halt wie eine reduzierte Version des Word-Dokumentes, dass halt alles, was mit grafischen Elementen passiert ist, reduziert wird und dementsprechend dann nur der Text ausgespielt wird von dem Immersive Reader. Genau. Dann Inhaltsmigration von Dropbox und Google Workspace ist jetzt auch integriert worden. Wir hatten vorhin im März-Update, dass nur Box-Update reinkam. Jetzt ist zusätzlich auch noch Dropbox und Google Workspace. Viele Kunden, die wir auch betreuen, die haben sich mal irgendwann einen Dropbox-Account eingerichtet und die wollen natürlich jetzt die Daten irgendwie nach SharePoint bringen. Sie wollen aber kein kostspieliges Migrationstool wie AvePoint oder ShareGate oder ähnliches einfach einkaufen. Jetzt hat Microsoft da nachgebessert und hat gesagt, hey, wir bieten euch jetzt die Möglichkeit und das ist jetzt in dem Migrationstool von Microsoft auch, was man im SharePoint Admin Center vorhanden, dass man jetzt von Dropbox und Google Workspace jetzt auch nach Microsoft 365 migrieren kann. Ist also, denke ich, ein sehr, sehr gutes und wichtiges Feature an der Stelle auch. Dann auch hier wieder ein paar Lists-Updates. Man kann jetzt eine Liste dann auch exportieren, nicht nur in ein Excel-Workbook, sondern man hat jetzt dann auch die Möglichkeit, einen Export zu starten nach CSV. Ich denke, häufig ist es sogar wichtig, wenn man dann zum Beispiel Daten nochmal in eine andere separate Datenbank importieren möchte oder in ein ERP-System importieren möchte, dass man das dann einfach dementsprechend mit einem CSV einfach machen kann. Und da hat Microsoft jetzt auch da ein Update gegeben, dass man die Daten dementsprechend jetzt auch in CSV exportieren kann. Und die Teilen-Funktionalität wurde jetzt auch aktualisiert in der Liste, dass man dementsprechend Elemente in der Liste auch teilen kann. Aber da würde ich auch sagen, immer mit ein bisschen Vorsicht zu genießen, so einzelne Elemente oder so zu teilen, ist dann vielleicht nicht immer unbedingt die beste Variante. Dann doch lieber die komplette Liste jemandem freigeben, über ein Team die Liste integrieren oder so, weil wenn ich jetzt anfange, dann sind wir wieder bei so einem Governance-Thema oder so, oder wie kriege ich dann die Berechtigungen wieder auseinandergezogen? Absolut hardcore. Ich weiß nicht, warum Microsoft das gemacht hat. Ich denke, das ist vor allem für so Funktionalitäten, wenn Tasks verteilt werden sollen oder so, dass man die dann auf einzelne Personen ausgeben soll. Genau. Dann gibt es dann auch hier nochmal neue Verwaltungseinstellungen für Lists auch an der Stelle. Das heißt, dass man jetzt hier auch Kommentare ein- und ausschalten kann auf Elementen. Keine Ahnung, die Funktion gab es irgendwie schon immer und irgendwie auch nicht. Ja, für Leute, die schon ein bisschen länger mit dem SharePoint arbeiten, so Kommentareinstellungen gab es schon, wenn man mit der klassischen Taskliste oder so gearbeitet hat, dass man da so ein bisschen Text hinzufügen konnte. Ja, muss man halt schauen, wie weit das im wirklichen Einsatz kommt oder auch nicht. Ich denke, es gibt da schon gute Funktionen, dass man halt vielleicht jetzt zukünftig vielleicht auch so eine Liste eher hernehmen kann, anstatt den Planner, wenn man mit Aufgaben arbeiten möchte oder so. Da ist halt so ein bisschen der Planner immer noch ein bisschen eingeschränkt und da hat man wirklich dann den Vorteil zu sagen, dann geben wir halt Kommentare auf ein List-Item ab und haben dann da die Möglichkeit, ein bisschen besser mitzuarbeiten. Gut, dann empfohlene Dateien in Office auf Windows. Ja, ich weiß nicht, wer heutzutage wirklich noch sein Word öffnet, direkt vom Client. Also ich mache es wirklich sehr, sehr selten.
Ich verwende eigentlich direkt entweder das Word, dass ich in Teams ein Dokument öffne, oder ich erzeuge direkt auch in Teams oder in SharePoint ein Dokument und dann lande ich gar nicht an dem Punkt für Personen, die natürlich Word deren Hauptarbeitsmittel ist, dass sie dann ihre empfohlenen Dokumente, das war halt früher auf dieser Office 365 Home App, dass man sich das dort anzeigen lassen konnte, was denn so die empfohlenen Dokumente sind. Oder im Delve zum Beispiel gab es ja auch die Möglichkeit. Und jetzt ist es halt auch, dass man das auf dem Windows sich auch anzeigen lassen kann. Genau. Also für die, die es interessiert, ich würde die Funktion jetzt nicht nutzen. Ich hätte sie nicht unbedingt gebraucht, aber ich denke, andere Nutzer werden diese Funktion schon gewollt haben. Gut. Dann haben wir noch einen letzten Punkt, und zwar, das ist, denke ich, auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich habe auch sehr, sehr oft Kunden in letzter Zeit gehabt, die sehr, sehr viele OneDrive-Probleme hatten, vor allem mit der Synchronisierung. Und hier gibt es jetzt eine Public Preview, dass man als Administrator auch nachvollziehen kann, wer hat denn jetzt Sync-Probleme, wer hat denn Themen, wo irgendwas im OneDrive nicht funktioniert. Häufig sind es dann einfach auch entweder falsche Dateitypen oder viel zu große Dateien oder dass die Dateien fünfmal geteilt wurden und dann irgendwie gelöscht wurden, dann nicht mehr synchronisiert werden. Wir haben auch schon bei Kunden erlebt, die haben dann einen riesigen Dateibereich geschaffen im SharePoint. Der hat dann irgendwie 1 Terabyte. Die Daten sind überhaupt gar nicht mehr zu handeln und die fangen dann an, diese Listen oder diese Dokumentenbibliotheken dann auch noch mit dem Windows zu synchronisieren. Und da muss man einfach sagen, dafür ist der SharePoint einfach nicht gemacht, sondern da gibt es einfach genau diese Limits und dann diese Limits sollte man sich an der Stelle auch halten. Aber damit das vereinfacht wird, gibt es jetzt dementsprechend diese Admin-Reports auch dort im OneDrive Admin Center und da kann man dann dementsprechend, also das ist jetzt noch eine Public Preview, ist auch noch nicht auf allen Tenants natürlich ausgerollt. Es gibt aber schon einige Tenants, auf denen man sich das bereits anschauen kann. Genau, dann sage ich erstmal schon mal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns in der nächsten Session. Habt ein tolles Event und vielleicht auch ein paar schöne Chats. Bis später. Ciao. Dankeschön, ciao.